Die Definition eines erfolgreichen Musikprogramms ist äußerst schwierig, denn es ist eine sehr subjektive Angelegenheit. Es sei denn, ich mache einen empirischen Research und befrage die Kunden zum Beispiel, ob sie sich wegen der Musik in dem Laden wohler gefühlt haben und deswegen hoffentlich länger geblieben sind oder und mehr Geld ausgegeben haben. Für uns in der Gestaltung bedeutet es zunächst einmal, dass wir ein Programm entwickeln, das auf einer 24-7-Basis, also ein sehr lang laufendes Programm, konsistent in dem Laden funktioniert und auch über die Auswahl den Brand widerspiegelt. Dass ich also sage, ich habe ein Programm, das, ich nehme jetzt meine Marke als Beispiel, Zalando, wir sitzen hier in der Hamburger Innenstadt und haben einen Laden direkt nebeneinander, neben unserem Büro. Zalando hat eine Zielgruppe, die beginnt bei 16 und hört bei 60 auf. Das heißt, ich muss ein Middle of the Road sehr breites Musikprogramm dort abspielen, darf aber nicht zu platt werden und muss immer einigermaßen fröhlich und frisch bleiben, weil Zalando auch eine sehr frische Marke ist und sich auch so positioniert. Das heißt, ich finde in der Gestaltung eines Musikprogramms vieles über die Ausschlusskriterien. Ziemlich plakativ ist es in diesem speziellen Fall. Klassik dürfte nicht passen, Jazz passt auch nicht, Rock passt auch nicht, Rap passt auch nicht, zu viel Top 40 passt auch nicht. Also in dieser Gemengelage versucht die Redaktion dann ein Programm zusammenzugießen, das sehr vielschichtig ist, das ein sehr breites Programm ist, das nicht immer nur die Nummer 1 Hits des Ed Sheeran spielt, sondern eben auch die anderen Songs von Ed Sheeran, damit ich einen Anker für die Leute habe, dass sie sich wohlfühlen. Es darf nicht zu laut sein, es darf aber auch nicht zu leise sein. Also die Musik muss hörbar sein, darf mich aber nicht wie in der Disco wieder raustreiben. Das ist in anderen Läden vielleicht anders, aber bei einem Middle-of-the-Road-Produkt muss ich das alles im Blick behalten, damit ich dort ein Format zusammengieße, das im besten Fall 7 Tage die Woche, 24 Hours, gut funktioniert. In der Hotellerie zum Beispiel wäre es der Fall. Keine einfache Aufgabe. Das Gute an diesem Musikprogramm ist, anders als in der Ladengestaltung, es ist ein lebendes Produkt. Das heißt, ich kann das Programm mehr oder weniger stündlich oder täglich so weit tunen, dass es am Ende wirklich 100% auf dem Punkt ist. Oder, wenn wir uns über den stationären Handel unterhalten, wenn Fashion 4-mal im Jahr eine neue Kollektion auflegt, kann ich auch die Art der Kollektion in meiner Musik reflektieren, ohne dass ich den gesamten Laden umbauen muss. Ich muss nämlich nur das Musikformat ändern.